ist sie. Das leuchtet ja und strahlt auch immer ein bisschen auf uns ab. Goldene Stimmgabel, Echo, goldene Kamera, Bambi, unglaublich. Sie war die eine Hälfte von Rosenstolz, aber sie kann halt auch ganz, ganz, ganz alleine und das beweist sie. Und sie hebt ab als die Astronautin. Wir freuen uns auf die unglaubliche Anna R. Lieb ich nicht davor stehen, hab's einfach übersehen. Ich hab mich immer so schwer getan, die Zweifel waren zu laut, der Schönheit nicht getraut. Doch ich such nicht mehr nach dem Fehler im Bild, ich lass es einfach sein, auch wenn schön. Unsere Astronautin, ich liebe deine Stimme. Oh, guck mal, schön. Fanclub ist angereist. Hallo! Sehr gut. Egal, wo du hinkommst. Bei dir ist es auch so, glaube ich, wenn man dich auch nicht sieht, aber wenn man deine Stimme hört, erkennen dich die Menschen im Supermarkt auch hinter den Regalen, oder? Meistens ja. Kann ich mir gut vorstellen. Du sagst, ich lasse mich fallen. Ich habe gehört aus sicherer Quelle, du hast dich heute auch fallen lassen und bist völlig durchgedreht in Eisenstadt. Ich habe mich in die Fußgängerzone fallen lassen im Prinzip. Also in die Geschäfte, in die einzelnen. Was kauft man in Eisenstadt, was man in Berlin nicht kriegt?
andere Dinge. In Berlin kriegt man ja immer nur das Gleiche. Ja. Hier gibt's ja so wunderschöne kleine Boutiquchen und... Hast du Klamotten gekauft? Auch. Gott, ich bin ja immer kurz davor, bei jedem Hofladen irgendwie Tomaten zu kaufen dann oder so. Und dann, ich würde ja... Die darf ich ja nicht mit dem Flugzeug mitbringen. Ich habe schon einmal 80 Einträge aus Wien mit eingeschweißt im Handgepäck mit nach Berlin genommen. Das hat mich durch den Sommer gebracht, sag ich dir. Weil es in Berlin und Umland keine Eier gibt. Nein, eitrige, Käsekreiner. Ja, natürlich. Das kriegst du nicht in Berlin. Nee, die kriegt man nicht. Das kriegst du nicht in Berlin. Nein. Du kriegst so viele Sachen, die man hier kriegt, kriegt man nicht in Berlin. Stimmt. Wenn du in die Garderobe gehst, gibt's irgendwas, was du da unbedingt brauchst? Ruhe. Ruhe? Ja. Das kriegen wir hin. Ja, danke. Ganz günstige Künstlerin, wollte ich noch mal sagen an unsere Verantwortlichen hier. Du bleibst ja hier und singst uns gleich noch was. Genau. Anna R., Riesenapplaus. Dankeschön. Diesen Song und er heißt Chaos und Symmetrie. Anna R. Komm mal wieder zu uns, Anna! Gerne!